spricht von Liebe. Jede Rose sagt, ich bin dir gut. Jede Rose träumt von Sehnsucht, die verborgen tief im Herzen ruht. Wenn dir eine heimlich rote Rosen schenkt, will er dir sagen, dass er zärtlich Tag und Nacht an dich denkt. Jede Rose spricht von Liebe. Warum denn so aufgeregt? Weil sie kommen, der Erbherzog und ihr Bräutigam. Da regt sie denn das nicht auf? Ja, dass du jetzt auch schon Bräutigam sagst, das regt mich auf. Aber durchlaucht. Na, ich bin doch noch nicht mit ihm verlobt und ich werde mich nicht mit ihm verloben. Aber mit einem Mann, den ich gar nicht kenne. Aber durchlaucht, das geht doch. Ach, wenn dieser Ferdinand nur ein kleines bisschen Takt und ein kleines bisschen Vernunft hat, na, dann wird er sofort wieder abreißen. Aber durchlaucht. Ach, jetzt hör doch endlich auf mit, aber durchlaucht. Ich bin gerade so schön in Wut. Und jetzt werde ich denen allen meine Meinung sagen. Ja? Durchlaucht. Ja, ich weiß. Herzog Ferdinand ist angekommen. Nein, Durchlaucht. Nein? Eine niederschmetternde Nachricht, Durchlaucht. Seine Hoheit Herzog Ferdinand von Novara-Liechtenstein sind nicht erschienen. Seine Hoheit haben es in der vergangenen Nacht vorgezogen, klammheimlich zu verschwinden. Warum das? Offenbar wünschen seine Hoheit nicht, die Ehe mit einer ihm unbekannten Dame einzugehen. Wunderbar! Er hat Vernunft und Takt. Er will nicht. Julia! Hoheit? Das hat es noch nicht gegeben, dass mich einer nicht will. Was denkt sich dieser Mensch? Ausgerückt ist er? Mit unbekanntem Ziel. Julia? Orest? Durchlauf. Ihr werdet dafür sorgen, dass sein Ziel bekannt wird. Engagiert meinetwegen die besten Detektive des Landes. Aber ich will wissen, wohin mein Bräutigam verschwunden ist. Durchlaucht! Herzlich willkommen im Palazzo Hotel. Dankeschön, Monsieur. Durchlaucht werden bestimmt in Ihren Gemächern zufrieden sein. Durchlaucht, ich habe mir die größte Mühe gegeben, die Fürstensuite frei zu machen. Vielen Dank. Es war sehr schwer, aber immerhin für Sie, Durchlaucht. Dankeschön. Durchlaucht, komm auch im richtigen Moment. Wir feiern heute Abend das große Piratenfest. Sehr nett, Monsieur Cucu. Sehr interessant. Jetzt aber möchte ich gerne ein paar Worte mit dem Hoteldetektiv sprechen. Bitte, Verzeihung, bitte sehr. Sie waren so freundlich, mich über die Ankunft des Herzogs Ferdinand zu verständigen. Sehr wohl. Vielen Dank, Monsieur. Oh, zu gütigst durchlaucht.
Aber dürfte ich Durchlaucht bitten, mir auch einen falschen Schein zu geben? Einen falschen Schein? Akkurat, weil ich Durchlaucht nur einen falschen Herzog anbieten kann. Wie bitte? Ja, ich habe sofort entlarvt. Ein Blick und ich habe ihn durchschaut. Der Herzog ist nicht echt? Ein Hochstapler? Ein echter Hochstapler. Nein, nein, das haben Sie sich redlich verdient. Ich glaube, Sie haben mich vor einer riesigen Blamage bewahrt. Durchlaucht! Ein schöner Tag, ein schönes Hotel. Eine schöne Katastrophe. Der Herzog ist falsch. Julia, ein Hochstapler. Ein richtiger Hochstapler? Grauenvoll romantisch. Julia, begreif doch. Ich bin einem Mann nachgereist, der mich heiraten soll und nicht will. Ich gebe ja zu, es ist eine dumme Laune von mir. Aber jetzt? Aber jetzt sitzen Durchlaucht ganz schön in der Tinte. Wie? Ja, der nächste Dampfer geht erst morgen Vormittag. Und heute Abend ist das Piratenfest. Da darf jeder Mann jede Frau ansprechen und mit ihr das Fest verbringen. Ist doch wundervoll. Vor dem echten Herzog wäre ich ja sicher. Der ist nämlich verschwunden. Aber der Falsche, der Hochstapler... Der wird sich an sie heranpirschen. Entsetzlich. Aber ich werde mich dazwischen werfen, wie ein Mann. Ein Mann, das wär's. Ich brauchte einen zuverlässigen Mann, einen Kavalier, der mich vor den Gangster beschützt. Aber ich kenne ja weit und breit keinen Menschen. Und deshalb werde ich an dem Fest nicht teilnehmen. Ich werde mich in mein Zimmer einschließen und den Abend dort verbringen. Das wäre aber schade. Ja, das finde ich auch. Es wäre wirklich sehr schade, wenn Sie an dem Ball nicht teilnehmen würden. Danke. Verzeihung. Sind Sie ein Mann? Oh, ich hoffe, ja. Sind Sie ein Kavalier? Gern. Würden Sie eine Frau vor einem Gangster beschützen? Doch Schüler von Maigret. Julia. Sie müssten aber den ganzen Abend bei ihr bleiben und aufpassen, dass sich kein anderer an Sie ranmacht. Ja, mit dem größten Vergnügen. Aber Julia, das kannst du doch einem wildfremden Herrn nicht zumuten. Es wäre die charmanteste Zumutung meines Lebens. Heute Abend wär ich gern Ihr Kavalier. Ich möchte Ihnen tausend schöne Dinge zeigen. Ich warte, bis Sie kommen vor der Tür. Wir sind uns noch ein wenig fremd und schweigen. Ich nehme Ihren Arm, wenn Sie erlauben. Wir gehen durchs Dunkel hin, ein kleines Stück. Ich frage, ob Sie an Bestimmung glauben und an die Liebe auf den ersten Blick. Wir wollen Freunde sein fürs ganze Leben. Wie schön das Leben für uns dann wird. Wir wollen Freunde sein in schönen Stunden, in trüben Stunden, aber noch viel mehr. Wenn wir zusammen stehen, dann kann uns nichts geschehen, dann ist die Welt so schön, als ob es Frühling wär. Wir wollen Freunde sein fürs ganze Leben. Wie schön das Leben für uns zwei. Zufrieden. Wir haben uns lieb. Das ist das höchste Glück der Welt. Liebe, die haben wir genug. Und brauchen gar kein Geld. Wir wollen frei sein.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nunmehr zum Höhepunkt unseres Seerosenfestes, das, wie Sie ja alle wissen, dem Andenken der Prinzessin Annina gewidmet ist, der es durch ihren Liebreiz gelang, die Insel Chiosa von der Piratenplage zu befreien und die deswegen von der dankbaren Bevölkerung hier zur Königin ausgerufen wurde. Der Tradition gemäß wählen wir nun zu Beginn des Balles eine von den anwesenden Damen zur Königin der Nacht, zur Königin der Seerosennacht. Wer aber nun könnte würdiger sein als unsere charmante, liebenswürdige Prinzessin Marie-Louise von Estepa-Treviso, die uns heute die Ehre gibt, unser Fest mit uns zu feiern. Was denn, Sie sind Prinzessin Marie-Louise? Erschreckt Sie das? Jedenfalls habe ich Sie für alles andere nur nicht für die Prinzessin gehalten. Oh, ich Esel. Durchlaucht, nehmen Sie die Wahl an? Das dürfen Sie nicht sagen. Sie glauben jetzt, ich hätte mit Ihnen gespielt, aber... Prinzessin, nehmen Sie die Wahl an. Gern. Danke vielmals. Darf ich behilflich sein? Bitte sehr, Durchlaucht. Aha. Majestät, gestatten. Es lebe die Königin der Nacht! Und nun, Majestät, obliegt es Ihnen, sich einen Prinzgemahl zu wählen, also jemanden, der Sie durch den Abend und durch die Nacht begleitet. Bitte treffen Sie Ihre Wahl. Ich habe meine Wahl längst getroffen. Aha. Ich dachte, Sie hätten gar keinen besseren Fang, ich meine, gar keine bessere Wahl treffen können. Meine Damen und Herren, das ist also Herzog Ferdinand von Novara-Liechtenstein. Sie sind Herzog Ferdinand? Erschreckt Sie das? Oh ja, aber das geschieht mir ganz recht. Vor dem Herzog sollten Sie mich doch beschützen. Wussten Sie denn wirklich nicht, wer ich bin? Jedenfalls weiß ich jetzt, wer Sie nicht sind. Sie nehmen natürlich die Wahl nicht an. Das ist sehr schade, bedauerlicherweise. Doch. Ich nehme an, wenn mich die Königin noch haben will. Wenigstens für diesen einen Tag. Es lebe das Königspaar. Es lebe das... Lächeln Sie, meine Königin. Das Fest soll beginnen. Schön ist jeder Tag, den du mir schenkst, Marie-Louise. Du bist meine Sehnsucht, seit ich dich gesehen. Schön ist jeder Tag, das fühl ich längst, Marie-Louise. Heut muss ich es endlich eingestehen. Warst auf den ersten Blick das große Glück für mich, bei deinem Hart ein Blüht, die Welt im Sommer. Frau für mich, denn ich vertraue dich, bei deinen Küssen blüht mein Herz für dich allein. Schön ist jeder Tag, den du mir schenkst, Marie-Louise. Du bist meine Sehnsucht, seit ich dich gesehen. Schön ist jeder Tag, das fühl ich längst, Marie-Louise. Heut muss ich es endlich eingestehen. Thank you.
Aber durchlaucht. Durchlaucht, was ist denn? Was haben Sie? Ach, nichts, gar nichts. Du siehst doch, ich lache. Lachen Sie sich ruhig aus. Ach, Julia. Sie sind verliebt. In einen Hochstapler. Julia, was soll bloß draus werden? Ja, das Beste ist, wir reisen gleich ab. Ich weiß, durchlaucht, es tut weh, aber... Aber das geht doch nicht. Dann heißt es doch sofort, die Prinzessin Este hat mit einem Hochstapler eine flotte Nacht durchtanzt. Ich bin kompromittiert, Julia. Es gibt einen fürchterlichen Skandal. Ein Hochstapler. Und dabei ist er doch so nett. Na, trinken Sie doch vierfache Whisky. Das hilft immer. Mir hat es auch geholfen. Pardon. Aber, Prinzessin, seien Sie nicht so traurig. Ich bitte Sie, alle Männer sind falsch. Da kommt es doch auf einen Falschen mehr oder weniger gar nicht an. Sie wissen es also auch schon. Aber natürlich, das ganze Hotel flüstert darüber. Wenn das so weitergeht, weiß es morgen die halbe Welt. Na, die Halbwelt weiß immer mehr als ganze Welt. Eine unmögliche Situation. Aber, Prinzessin. Bitte schön, wenn Sie schon haben Ihr Herz verloren, Sie müssen doch unbedingt behalten den Kopf. Eine kluge Frau, die weiß immer irgendeinen Ausweg. Wenn es falsche Herzöge gibt, warum soll es dann nicht auch falsche Prinzessinnen geben? Wie meinst du das? Das ist eine sehr gute Idee. Na, wir wären doch aus dem ganzen Schlamassel raus, wenn man glaubt, dass nicht die echte Prinzessin Ikyosa war, sondern eine falsche. Ja, wie gut ist diese Idee. Dann gibt es keinen Skandal. Die Prinzessin hat sich nicht mit einem Hochstapler abgegeben, weil gar keine Prinzessin da ist. Natürlich, sondern eine doppelte Gängerin. Eine Schwindlerin, eine Betrügerin. Du hast recht, Jule. Und ich bin ihre Komplizin. Wundervoll. Ja, die Komplizin. Wahnwitzig romantisch. Na, da will ich mir gleich mal einen Gangster an Land ziehen. Julia! Aber das eine sage ich dir, dass ihr uns ja nicht in die Suppe spuckt. Sonst könnt ihr euch bei eurer Beerdigung gegenseitig besuchen. Wir haben nämlich heute noch ein ganz großes Ding vor. Heute passiert was. So, meine Redensarten klaut sie mir auch schon. Also, Stieke, Olla Baldova. Stieke. Übrigens, hier, unter was? Kollegen wollen wir ja nicht so sein. Die Uhr? Das ist ja meine. Das... vielversprechendes Talent. Danke schön. Die Idee ist sehr, sehr gut. Aber schlecht. Warum? Na, wie soll man Ihnen, Prinzessin, glauben, dass Sie eine Ganovin sind? Ganz einfach. Ich muss etwas stehen. Ah, was? Ach so. Ja, ich verstehe. Ja, natürlich verstehe ich. Ich werde sein sehr überrascht, wenn ich den Schmuck vermisse. Ich werde schreien, ich werde toben, ich werde fallen in Ohnmacht. Ja, wie schön. Sie müssen mir nur sagen, wann. Natürlich. Ja, bitte schön. Passen Danke. Sie gut auf. Prinzessin, toi, 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 viel Glück. Darauf müssen wir wieder trinken. Zum Wohl. Peter. Ich muss dir etwas sagen. Ich Ihnen auch, Hoheit. Ich bin das größte Kamel aller Zeiten. Sehr wohl. Ich... Wieso? Weil ich vor der zauberhaftesten Frau der Welt davongelaufen bin, bloß weil ich sie nicht heiraten wollte. Oh, na. Majestät? Mein König, ich habe Sie vermisst. Ich muss mit Ihnen reden. Niemand hindert Sie. Wer sind Sie? Bitte sagen Sie mir das jetzt ehrlich. Das wissen Sie doch. Die Königin der Nacht. Nein. Wer sind Sie wirklich? Die Prinzessin von Este Parma. Was denken Sie denn? Ja, das ist es ja. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ach so. Man hat Ihnen Geschichten von mir erzählt. Sie dürfen nicht alles glauben, was die Leute sagen. Ja, deswegen frage ich Sie, ja. Ich muss es wissen. Wer sind Sie? Was tun Sie? Meinen Sie nicht, dass Ihre Fragen ein wenig indiskret sind? Sie wissen doch, eine Frau darf immer tun, was sie will. Eine schöne Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne Frau darf tun, was ihr gefällt. Ein Lecken genügt, das jeder besiegt, zu ihren Füßen liegt. Eine schöne Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne Frau darf tun, was ihr gefällt. Namen wir für selbst die größte Dummheit verzeihen, denn ihr Lächeln fängt sie alle ein.
und das schwarze Weiß wie fällt das dir plötzlich ein, blond statt brünett zu sein, dann wird's zur Mode gemacht. Sie kann noch so verrückt sein, sie muss nur geschickt sein, damit sie alle Spiele tief spielen kann. Denn sie träumt davon, ja? Verzeihen Sie bitte, hatten Sie mir nicht den nächsten Tanz versprochen? Ich? Nein. Nein? Na dann kommen Sie. Wie? Ja, aber... Verzeihung. So ein reizvolles Geschöpf, so liebe Augen, so entzückende Hände, so lange Finger. Wie bitte? Weiß alles. Drittbeste Internationale. Ach so, Sie spielen nach meinem Beruf an. Beruf, mein Gott, haben Sie denn überhaupt keine Angst? Wenn man Angst hat, muss man ehrlich bleiben. In unserer Branche braucht man Nerven. Nerven wie Drahtseil. Drahtseil, mir dreht sich alles. Hier, sieh dir das an. Heiße Ware. Frisch vom Hals. Dafür bekommst du bei jedem ehrlichen Hehler mindestens 20 Mille. Ja, oder 20 Monate. Nur kein Neid, Kollege. Du kriegst was ab davon. Von den 20 Monaten? Quatsch! Wir müssen jetzt zusammenhalten, wir vier. Ich glaube, die haben mich schon im Visier. Da, nimm das. War ich? Mensch, mit den Nerven gehst du klauen. Ja. Steck's ein und sag deinem Boss bloß, er soll dicht halten, sonst knallt's. Ja, was soll ich denn damit? Einstecken und auf Depot nehmen. Später machen wir halbe. Mach schnell, so kommt's hier. Also das verstehe ich nicht. So ein bitteres Gewerbe und so ein süßes Mädchen. Was erlauben Sie was sich? Was denn, Puppe unter Ganoven? Ciao. Soll ich? Was bitte? Na hier, soll ich schreien? Nein. Ich gebe Ihnen ein Zeichen, wenn Sie den Diebstahl entdecken sollen, ja? Ja, wie schön, Sie geben Zeichen. Wissen gleich. Bitte schön, eine sechsfache Whisky. Ich glaube, ich verdufte lieber. Hatten Sie eine interessante Unterhaltung? Mhm. Und ich freue mich, geschätzte Prinzessin, dass Sie noch immer so frei und ungebunden umherwandeln. Und ich freue mich, dass nun endlich Klarheit zwischen uns beiden herrscht. Ja. Ja, das ist gut. Wie heißen Sie eigentlich? Emma. Emma. Und Sie? Hugo. Und wie sind Sie dazu gekommen? Hm? Ich meine, dazu? Alkohol. Rauschgift. Weiber. Ja, wie das halt so ist. Und Sie? Kleider, Schmuck, Männer, wie es halt so ist. Aber das muss jetzt aufhören, das... Bitte? Ich meine das mit den Männern, das... Wollen wir uns nicht setzen? Emma? Gerne. Hugo. Allmählich müssen wir uns ja an den Zustand des Sitzens gewöhnen. Woran denken Sie? Nur so eine Idee. Ich frage mich, wenn wir wirklich Herzog und Prinzessin wären, ob wir uns dann auch ineinander verliebt hätten? Ach, haben Sie sich denn verliebt? Die Frage ist nur rein theoretisch. Sie gilt nur für den Herzog und die Prinzessin. Nur für den Herzog und die... Gut. Und dann stellen wir uns einmal vor, dass wir Herzog und Prinzessin wären. Das geht doch ganz einfach. Man muss es sich nur fest einbinden. Hoheit? Wissen Durchlaucht, dass ich Durchlaucht liebe? Wissen Hoheit, dass Hoheit wiedergeliebt werden? Darf ich Durchlaucht um einen allerdurchlauchtigsten Kuss bitten?
tausend was, dass ich dich geküsst. Dass für uns zwei ein Glück bereit, das Komplize. Barak, Sie sind entlassen. Hoheit, ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung, Hoheit. Aber jetzt ist er total übergeschnappt. Irgendwas muss schiefgegangen sein. Der Hoteldetektiv hat Hugo abgeführt. Du große Güte, da doch die Sore. Die Sore? Ja, das Diebsgut, mein Engel, was du mir zugesteckt hast. Und jetzt haben Sie ihn erwischt? Na ja, ich hab's ja gesagt, das passiert. Wie gesagt, Hoheit, wie gesagt, ein entsetzliches Versehen. Ich werde verrückt. Der Onkel Erbherzog. Vollkommen außer mir. Jetzt kommen Sie wieder zu sich, lieber Direktor. Für mich war das weiter nichts als ein lustiges Abenteuer. Ja. Ein großer Spaß. Zu gütig, Hoheit. Hoheit? Ja, allerdings. War mir sehr peinlich. Hoheit sind echt. Ach, und für Hoheit war alles weiter nichts als ein großer Spaß? Emma, versteht doch. Oh ja, ich verstehe sehr gut. Direktorchen, bitteschön, ja, ich dann nämlich bin geworden, angestohlen, übergeraubt, vergeplündert. Was ist denn geschehen? Aber gucken Sie, sehen ja nichts, ich bin doch nackt, splitterfasernackt. Meine Schmuck von die Ohren, diese kostbare Brillantgehänge, es ist weg. Ich glaube, ich sollte mich bei dir bedanken, dass du mich nicht verraten hast. Oder muss ich jetzt sagen, dass Hoheit mich nicht verraten haben? Aber nein, Emma, natürlich nicht. Du hättest genauso gut sagen können, hier steht die Diebe, nehmt sie doch fest. Es gibt nur einen, der dich festnehmen darf. Komm, komm, diese Nacht gehört uns. Wir wollen sie uns nicht verderben lassen. Deinen großen Spaß, das lustige Abenteuer. Aber nein, so war das doch nicht gemeint. Versteh mich doch, ich liebe dich. Es kann keinen Frühling mehr geben, wenn's dich nicht mehr geht, denn alles, was schön wäre im Leben, hab in dir ich Liebste, könntest du dir vorstellen, was? Dass du einen Strich unter deine Vergangenheit machst, Schluss mit allem, was gewesen ist, und fängst ein neues Leben an? Nein, Bruder. Mir zuliebe. Es wäre zu einfach. Wenn du mich liebst, musst du mich nehmen, wie ich bin. Eine schöne Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne Frau, das tut, was ihr gefällt. Mein Lächeln, das ihr gesiegt, so wie ein Füßer liegt. Einer schönen Frau gehört die ganze Welt. Eine schöne
schöne Frau, das tut, was ihr gefällt. Die Fürstin will mich einfach nicht verstehen. Ich habe versucht, ihr klarzumachen, dass ich die Prinzessin nicht heiraten werde, weil ich eine andere liebe. Stellen Sie sich vor, Sie würden ihr heute und hier begegnen. Ihr? Ich glaube, ich würde vor Freude an die Decke springen. Ja? Springen Sie, Hoheit. Springen Sie. Du? Ja, ich. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Es blieb mir keine andere Wahl. Du hast gehört, dass ich heiraten soll? Ja, ich habe es auf Umwegen erfahren. Deswegen bist du gekommen? Du hast Angst, dass ich dich wegen der Prinzessin vergessen könnte? Nein, ich wollte eigentlich nur dein Gesicht sehen, wenn du die Prinzessin kennenlernst. Mein Gesicht wird kalt und zurückweisend sein. Emma, liebst du mich? Ja. Willst du mit mir ein neues Leben anfangen? Soweit das möglich ist. Nicht stehlen, nicht hehlen, nicht einbrechen, nicht hochstapeln? Wenn du darauf bestehst. Gut. Gut, dann komme, was da kommen will. So ist das also. Ihr wollt mich überrumpeln. Gut. Ihr denkt euch, ich habe Angst vor dem Skandal. Aber ihr habt euch geirrt. Ich habe keine Angst, nein. Und wenn 1000 Gäste zu meiner Verlobung erscheinen, ich bleibe bei meinem Nein. Ich werde es der Prinzessin vor allen Gästen sagen. Ich werde ihr ins Gesicht schleudern. Aber Hoheit. Was beabsichtigen Sie, der Prinzessin ins Gesicht zu schleudern? Ihre Durchlaucht Prinzessin Marie-Louise von Esteparma Treviso. Nun, was haben Sie mir zu sagen? Ich bitte Sie, meine Frau zu werden. Ihr Antrag ehrt mich. Aber es ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie eine andere lieben, der Sie bereits Ihr Ja-Wort gegeben haben. Gut, dann frage ich diese andere. Willst du mich heiraten, Emma? Ja, Hugo. Oreste! Durchlauch. Zum ersten Mal in meinem Leben werfe ich alles durcheinander. Wer liebt hier eigentlich wen? Das wird sie schon noch herumsprechen. Wir wollen Freunde sein fürs ganze Leben. Wie schön das Leben für uns dann wird. Dann kann uns nichts geschehen.
Blutauffrischung. Ja, was bin ich überglücklich, dass Sie mich haben eingeladen in dieser wunderschöne Schloss. Sagen Sie, muss ich jetzt auch in Ohnmacht fallen, damit Sie mit mir tanzen? Im Gegenteil, ich tanze mit Vergnügen. Verzeihen Sie, Fürstin. Bitte sehr.